Hallo und herzlich willkommen bei 92.000 Games und mal wieder zurück in Magic. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht und nach dem gestrigen Ausflug in die reale Welt dachte ich mir, mal wieder ein bisschen entspannt Karten spielen. So, im Augenblick läuft hier noch ein kleines Turnier, das sollte ich euch nicht entgehen lassen, es läuft nur noch ein paar Stunden. Und zwar könnt ihr euch da eins von drei Decks aussuchen, das ihr nehmen könnt und bekommt dafür einen Tornister des Gefallens. Keine Ahnung, was da drin ist. Wird mutmaßlich erst enthüllt, wenn es vorbei ist. Ich mutmaße mal wieder sowas wie hier eine Medaille für eine Turnierteilnahme. Nun gut. Dann würde ich aber mal sagen, beginnen wir. Wir haben das Katzendeck ein klein bisschen umgestellt. Unsere kleinen Mounzer. Dementsprechend würde ich sagen, wir spielen damit nochmal einen kleinen Augenblick. Ich habe es inzwischen geschafft, in die Goldliga wieder aufzusteigen. Und zwar akut Gold 1. Oder was, Gold 2? Nein, Gold 2 ist es immer noch. Ach ja. Aber kurz vor Gold 1 auf jeden Fall. So, schauen wir mal. Wir haben keine Kreatur, aber jede Menge Karten, um unseren Gegner auf den Sack zu gehen. Also machen wir das doch. Wir nehmen die weiße Eule und spielen erstmal ein paar Länder. Und er hat Irk, die Jace-Marionette. Nett. Okay. Ein überforderter Zauberlehrling. Okay. Sehr nett. Sehr nett. Das möchte ich nicht. So, 90% der Spieler kennen diese Karte nicht und wissen auch nicht, wie man mit ihr umzugehen hat. Mal gucken, ob er es versteht hier. Er hat sie sich angeguckt. Gut, ist relativ einfach. Die Kreatur kann erstmal überhaupt nichts machen. Und die Karte muss schlicht und ergreifend viermal getappt werden, bis die Marken hier alle weg sind, bis er wieder frei ist. Die meisten lesen sich das nicht durch, verstehen es nicht, es ist ihnen egal, was auch immer. Ja. Hallo? Du bist dran. Foliant der Begehrlichkeit. Noch ein Zauberlehrling. Okay. Ihr spielt mir Länder und Kreaturen weg. Das mag ich nicht. Wie man so schon sieht, er hat die Karte nicht verstanden. Er hat es nämlich nicht getan. Das kostet ihn keinen Mana und nichts. Naja. Sehr schön. Ein neues Land. So, unser Gegner ist wieder dran. Und er tut nichts. Okay. Nochmal ein Foliant. Okay. Dreimal. Okay. Na dann. Erstmal ein Land. Dann nehmen wir ihm mal einen davon weg. Und er ist wieder dran. Okay, er hat die Karte definitiv nicht verstanden. Sonst hätte er es inzwischen mal genutzt. Aber gut, wenn er das meint. Ja, warum auch immer er das erst jetzt macht. So. Wir holen uns eine Kreatur zu. Und spielen jetzt das Gehölz, weil es ja eine 1-1-Karte gibt. Als 1-Marke, Entschuldigung. So. Und unser Gegner ist wieder dran. Tja. Du bist dran. Okay.
Hat uns schon mal was gebracht? Und wir warten. Ohohoho. Okay. Na dann. Wir holen uns erstmal einen kleinen Streuner. Dazu nochmal einen Soldaten. So, mehr können wir im Augenblick nicht machen. Ich will ja nicht meine eigenen Leute ins Gefängnis stecken. Okay. Und warte noch immer. Wow, okay. Die mörderische Reiterin. Netter Skin übrigens, den kannte ich noch nicht. Sehr hübsch. Ja. Okay. Dann spielen wir halt den. Rest bringt im Augenblick nichts. Dafür müsste er eine Kreatur draußen haben. Perfekt gezogen. So muss das sein. Ja, das ist ein bannendes Licht. Du darfst dir gerne weiterdrücken. Damit spielen wir das Land. Da kommt wieder eine Heliot-Strafe raus. Der Rest bringt im Augenblick nichts. Angreifen. Mauer des Vergessens. Okay. Er hat noch 41 Karten, ich jetzt noch 33, weil mich ja andauernd zwingt, die abzuwerfen. Aber gut, macht nichts. Okay. Aha. Oh. Ja, ist klar. 29 Karten habe ich noch, der zwingt mich, mich tot zu ziehen. Puh. Okay. Zum Glück habe ich ja noch ein paar Karten, um auf den Keks zu gehen. Erst mein Land, das ist gut. Dann kommt ein Gefängnis für den Planeswalker. Nee, noch ein Land brauche ich nicht. Ein Pazifismus für die. Und ein... Na, Heliot Strafe für die.
Ach ja. Das Problem ist, die hier kann ich zurzeit einfach nicht wirken, weil ich damit meine eigenen Karten zerstöre und dann kommen seine alle wieder frei. Das wäre Mist. Aber ich habe ja seine Karten zum Glück auch so ausgeschaltet. Oh Gott, wie viel davon hat er denn? Kann das fünfmal machen. Jetzt noch viermal. Das heißt, er würde mir noch 16 Karten in den Abgrund schicken. Oh Mann. Na, hoffe ich mal auf ein bisschen Ziehglück. Ja. Einmal wird das noch machen können, bevor ich ihn töte. Okay. Nee. Dreizehn Karten noch. Jetzt wird's ein bisschen knapp, muss ich sagen. Ja, komm. Ja, das passt. Ist ja eigentlich vollkommen egal, weil sie mich eh abwerfen lässt. So, einmal auf den, einmal auf den. So, der Pazifismus bringt nichts, ich kann ihn auf nichts spielen. Mal ernsthaft, warum liest er diese Karte nicht? Da steht doch ganz klar drauf, was er machen muss. Ein Appell an euch, lest immer alle Karten, weil sonst kann es dazu führen, dass ihr deswegen verliert. Er hätte seine Kreaturen schon lange wieder frei haben können. Okay, jetzt wird's knapp. Ich bin tot. Ja, durchaus. Das hat er verdient gewonnen. Das war ein nettes Match, muss ich sagen. Auch, naja, wenn er eigentlich wegen Dummheit das nicht hätte von gewinnen dürfen. Du bist ran, mach hinne. Ja, okay.
Das überspringen wir jetzt mal. Okay, das war auf jeden Fall sehr schön, muss ich sagen. Ich habe es verloren, aber mein Gott, es war ein recht langes Match. Die sind doch relativ selten, muss man sagen. Ich versuche aber direkt nochmal eine Partie. Na komm. Hopp. Ha, da haben wir den Gegner. Wen haben wir denn jetzt? DM White 623. Aha. Na dann. Wir beginnen. Wir haben zwei Länder. Wir haben einige Zweierkarten, die wir spielen können. Perfekt. Machen wir. Und wir spielen natürlich mit der weißen Eule. Schöner Hintergrund, den kenne ich gar nicht. Der ist hübsch. Okay, so. Wir starten direkt wieder mit einem kleinen Streuner, den wir gerade gezogen haben. Ja. Wundervoll. So, wir warten wieder auf unseren Gegner. Der irgendwas machen kann. Auch wenn er nicht dran ist. So, ne, den schalte ich direkt aus. Angreifen. Auch er kennt die Karte nicht und liest sie sich gerade nicht durch. Jetzt tut das. Schauen wir mal, ob er so versteht. Nein, tut er nicht. Leute. Wenn ihr eine Karte nicht kennt, lest sie euch durch. Jetzt hat er es verstanden. Okay, das war die Karte, die er jederzeit spielen konnte. Okay. Gut. Sehr schön. So. Dann spielen wir das. Bekommen nochmal ein Land. Dass wir es in nächste Runde spielen können. Und doch, ein Pazifismus kriegt er drauf gedrückt. Und wieder einmal angreifen. Fackelkurier. Den mag ich nicht. Aber egal. Ja, er kann noch was spielen. Tut's aber nicht. Mhm. Sehr schön. So, ich spiele es ihn hier. Hole mir mal wieder ein Rudelmitglied und greife an, um es direkt zu buffen. Da war doch gut, dass ich mir die Gefängniswelt zurückbehalten habe. Weil der ist echt nervtötend. Das war klar. So, der wird geblockt. Kann mir die Mauer nicht töten.
Gut. Ich packe ihn ins Gefängnis. Sehr schön. Hole mir nochmal einen Soldaten. Hole mir Trefferpunkte. Greife nicht an, das kostet mich einfach nur die Katze. Oh, okay, das heißt, er wird jetzt auf jeden Fall angreifen. Na gut, damit habe ich gerechnet. Das war jetzt ein bisschen unnötig, wie ich finde, aber okay, wenn er meint... So. Dafür... Ach, das zählt noch nicht. Okay. Ja, dann würde ich doch mal sagen, greifen wir mal an. Okay. Nochmal ein Glutschlepper. Er wird mir den Weißen töten, auf jeden Fall. Ja. Na gut, block ich. Ha. Nee, ich würde sagen, den bewahre ich mir auf. So. Für den Fall, dass er jetzt noch irgendwas Fieses zieht. So ein 1-1er, mein Gott, das hole ich mir jede Runde wieder, was der an Schaden macht. So, jetzt töte ich ihn. Wappenbanner. Okay. So. Lalala. Jede Runde so ein 1-1er dazu ist auf Dauer auch ganz schön gefährlich für den Gegner, muss ich sagen. So. Die beiden behalte ich mir schlicht und ergreifend, auch wenn er irgendwas Fieses spielt, dass ich direkt darauf reagieren kann. Ha. Huh. Was bringt das nochmal? Plus 1, plus 0. Oh. Ich würde mal sagen, ich klaue ihm den Zirkus. Und... Oh ne, das kann ich zurzeit nicht machen. Okay, dazu fehlt mir ein Land. Alle greifen an. Oh nein, voller Zirkus. Okay. Tja, mein Freund. Was war das denn? Hm? Wo ist die hin? Zorn des Sturms. Da. Fügt jeder Kreatur in jedem Planeswalker 4 Schaden zu. Okay. War gut. Oh, jetzt habe ich vergessen, das zu machen. Egal. Schnell noch nachziehen. Irgendwas überlegt er.
Ja. Okay. Das war jetzt mehr oder weniger sinnlos, aber ich glaube, der muss schlicht und ergreifend rote Karten spielen. So. Gutes Spiel. Dankeschön. So, das, was ich vorher verloren habe, wieder zurückgewonnen. So, wir haben Stufe 72 erreicht. Schelmische Chimäre. Aha. Okay. Dann schauen wir nochmal gerade ganz fix in die Boosterpackung, die ich gekriegt habe. Was gibt's denn diesmal? Schimmerflügel-Chimäre. Okay, eine rote Wildcard, eine blaue, eine weiße. Wutvernarbter Berserker. Okay. Nice. Gefällt mir. Werde ich vielleicht in irgendeins der Decks mal einbauen. So. Ihr seht, über die Wildcards freue ich mich jetzt nicht ganz so, weil, ja, ne? Ich habe verdammt viele. Gut. Das macht aber nichts. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß mit mir. Vergesst auf jeden Fall das Turnier nicht. Ihr habt ein paar Stunden noch Zeit. Ich nehme an, die meisten von euch werden zu Hause sein, aus bekannten Gründen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.